Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Upsala. Wir sind ein bisschen abseits gespawnt. Und ich würde einfach sagen, dass wir hier den Hubschrauber einfach wiederholen. Und dann hier rein. Oder wir latschen einfach dahin. Ich glaube, den Hubschrauber zu holen ist jetzt nicht so very importanto, weil ja, ich meine, da sind ziemlich viele, ne? Die Fische, voll süß. So, auf jeden Fall richtig heftig, dass die Ghosts mit voller Ladung schwimmen können, ne? Das ist schon heftig. Wobei, ganz unrealistisch ist es nicht, also Kampfschwimmer von der Bundeswehr und auch die Navy Seals und so weiter, die sind das auch schon gewöhnt, so heftig zu latschen. So, wir können, während wir auf dem Weg sind, können wir auch, ja, das Grüne da mitnehmen, keine Ahnung, was das ist. Aber ja. Können wir mal mitnehmen. So. So, hier der auf dem schönen Trampelpfad. Wir sind hier die keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wohin ich mit dem Satz hin wollte. Aber egal. Jo, servus. An uns ist nix. Ach, das sind Kinder. Die sehen ziemlich gruselig aus. So, Netzwerkantenne. Deaktivieren Sie die erste Antenne. Achso, warte mal, das ist wieder so ein Quickie, ne? Also wir müssen die deaktivieren, dann müssen wir innerhalb von ein paar Sekunden die andere deaktivieren. Sollen wir das machen? Ich weiß es nicht. So, lala. Ah, da ist ein Auto, also können wir das durchaus machen. Der Vogel war gerade echt lustig. Du, 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 du. Auf zur nächsten Antenne, die Uhr tickt. Festhalten, Leute. Ich bin echt los geht's. Ja, ich weiß, dass da gleich die Kinder kommen. Weg da, weg da, weg da. Wir fahren mal ein bisschen querfeld ein. Das ist ziemlich schwer hier zu lenken. Vielleicht hätte ich ja doch lieber die Straße nehmen sollen. Ich nehme mal die Straße. Nicht nachlassen. Die Hälfte der Zeit, die Antenne zu finden, ist schon um. Ich muss da hoch. Verdammte Scheiße! Aber echt hier. Das kann man doch gar nicht mit einem Auto schaffen, oder? Oder kann man das schaffen? Oh, da ist ein Feld. Nee, mit einem Auto kann man das nicht erreichen. Vielleicht, wenn man besser fährt als ich. Schnell, schnell, schnell. Ja, roll doch nicht so.
Das war's. Heute kein Bier. Wir haben's nicht mehr drauf. Wichser. Granate fliegt. Nehm das. Wir werden dich sehen, warte. Boah, das macht einen. Dieses. Leiter ist sauber. Warte, da oben. Gibt's einen. Fähigkeitspunkt, aber ja, wir haben genug Fähigkeitspunkte. Oh Mann! Eine Sekunde. Wieso hat sie. In der Nähe. Ja, ist doch egal. Wieso hat sie sich so lange gedreht? Wir haben auch die falsche Straße genommen. Also ich glaube, wenn wir die obere Straße, also die hier genommen hätten, hätten wir es locker geschafft. Ja, locker. Ah, dumm. So, da ist der Auftrag vom Massenmord. Aber wir können das nochmal probieren, aber ja, nee, probieren wir jetzt nicht. Muss jetzt nicht sein. Krass, die haben uns nicht entdeckt. Was richtig cool ist. Also finde ich gut, weil wenn einfach so jemand vorbei. Entschuldigung, wir sind Verbündete. Wenn einfach jemand vorbeifährt, dann. Ja, mei. Dann siehst du ja nicht gleich, dass es ein Feind ist. Ah, schau mal, die Teenies von hier. Voll die coolen Typen. Mit ihren Bier und Zigaretten und Motorrädern. Voll die geilen Typen. Ich wünschte, wir wären zu cool. Ah, Unidad. Also das Driften passt hier gar nicht so. Entschuldigung, wir sind Verbündete. Ah, wir sind schon da. Warte, ich pack mal hier. So. Gut. Dann schauen wir mal, was Setz wir hier Drohne haben. Ein. Setz die Drohne ein. Okay, alles klar. Unter mir. Warte, ich habe den gerade schon gesehen. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Aber in diesem Häuslein ist ein Mäuslein. So. Hier ist sind zwei. Ich sehe ein zweites Ziel. Hier sind auch zwei drin. Oder und nur das einer, macht drei. Das ist gut. Hier ist ein Helikopter wieder, das ich ist auch super. Maschinenpistolen. Tango markiert. Hm? Er steht sehr nah bei Zivilisten. Wie sehr nah bei Zivilisten? Gar nicht. So, hier sind noch, glaube ich, zwei. Also hier ist noch einer drin. Okay, wie ich den jetzt erwischt habe, weiß ich auch nicht. Und da ist einer drin. Da. Nee. Ich hätte auch gerne. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich hätte auch gerne so eine Drohne, die super leise ist. Das ist ja richtig cool. Wo ist der? Ich nehme mal wieder die Pistole. So, da drin ist der. Über mir. Jetzt rausgegangen. Okay. Ich finde es richtig cool, dass man hier unter das Haus kann. Oh.
Gut, dass ich das gerade nicht gemacht habe, weil da kam gerade ein. Okay, wenn er hier bei mir ist. Dann geht jetzt weg. Okay, alles klar. Aber da hinten ist es ja auch gut für mich, ne? Dann geht der. Ich weiß nicht, wann ich den kicken kann. Also jetzt auf jeden Fall nicht, aber der geht ja wo ganz woanders hin. Wieso geht der rückwärts? Das ist ja ein komischer Vogel. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. Machen wir. Das finde ich zum Beispiel bei dem Spiel auch cool, dass man mit der Pistole wird man eben nicht so schnell gehört und mit der Sniper zum Beispiel sehr schnell. Was auch ziemlich also realistisch ist eigentlich. So. Okay. Das war knapp. Vorsicht, der hat ihn fallen hören. Der Ohr über mir, ja. Ups. Das geht. Sehe ich den? Nee, oder? Nee. Gut, dann sexy Wrestling Girls. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Ich habe Informationen über Esteban Ibarra, der für das Kartell Kontakt zu Las Santeras Kult hält. Okay, ist der Berater von Las Santeras, der Kontaktmann des Kartells zum Kult. Er predigt regelmäßig für die Gläubiger in einem Heiligtum im Espiritu Santo. Begeben Sie sich zum Heiligtum, suchen Sie... Ja, okay, und... Er war so eine Art Lehrer, aber jetzt ist er Santeras Berater. Er hält regelmäßig Reden hier in der Gegend. Vielleicht sollten wir ihn besuchen. Oh, der lebt hier noch. Okay. Dann da drüben gibt's ein Punkt. Ein Skillpoint. Ah, das ist der rückwärts geht, ne? Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. So. Gut, aber so langsam komme ich wieder rein. Also, ja, wir haben jetzt diese Runde kein so großes Gefecht gehabt, aber ja, es läuft schon wieder.
fertig als Punkte plus 3, Alter. Nee. Gut. So, dann, wir holen den Helikopter und dann passt es. Ich meine, das Kartell wird die sowieso töten. Weil die, naja, die checken nichts. Und hier sind alle tot. So. Let's twist again. Ah, warte. Ich fliege. Ich flieg doch nicht. Da drüben gibt's noch einen Gefangenen. Guten Tag. Gern geschehen. Und so. Alles okay. Schön, dass du es sagst. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Das macht Spaß. Gut. Los geht's. Alles sauber. Natürlich alles sauber. Ich habe alles gesäubert. Los geht's. Ich fahr. Wir können los. Gut, dass du es sagst. Gut. Norden. Wir müssen nach da. Oder? Ja. Voilà. Zerstören Sie die Goldverstecke zur Finanzierung des Kults in Espiritu Santo. Das wird El Sueños Vertrauen in La Santera erschüttern. Erschüttern! Da ist die Goldmine. Ich sehe noch einen Tango. Noch ein dritter, das macht 5. Da oben, glaube ich. Da. Wahrscheinlich ist das im Berg drinnen. Inne drinne. Ich sehe eine Art Mine. Sieht nach Kartell aus. Ein Kartell sollte niemals eine Goldmine besitzen. Hua, machen wir sie dicht. Zerstören Sie das Versteck mit Verkniegen. Ja, man sieht mich von hier aus nicht. Verstanden. Unterwegs. Ziel erfasst. Ich sehe das Ziel. Kann loslegen. Ich schieße auf die Ärsche. Hab ihn. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Finde ich nicht. Alles gut. So macht das Spaß, Jungs. So macht das Spaß. Und Mädels, Entschuldigung. Soll sich ja niemand benachteiligt fühlen. So. Fertig als Punkt. Nochmal plus 3, dann ist er. Den da können wir danach auch fahren, das ist natürlich cool. Macht sich Gerät. Du fliegst auf, bleib zurück. Achso, hier ist es unten sehr hell.
Kommt der? Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Wie viele sind da? Drohne fliegt. Da ist noch ein Tango. Ah, nur zwei. Alles klar. Die mache ich allein. Achtung, der Hombre hat den Tango fallen hören. Und gesehen. War's das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Ich würde mal sagen. Hier glitzert alles. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist, dass das so im Dreieck glitzert. Aber das ist Gold. Gut. Du solltest. Kommt mit, Jungs. Kommt mit, Jungs. Kommt. Na gut, gut. Alles gut. Ja komm, ja fein. Ja raus da. Ja raus, ja komm. Ja fein. Na komm. Oh. Danke. So, bevor sie jetzt wieder reinkommen. Scheiße, hört ihr das Gepolter? Raus hier, bevor wir begraben werden. Los! Wie ist die Lage in Espiritu Santo? Wir waren fleißig und haben ein Goldversteck des Kartells hochgejagt. Holt ist am Boden zerstört. Er kommt besser schnell darüber hinweg. Die ISA hat einen Anruf abgefangen, dass Santa Blanca das restliche Gold in Sicherheit bringt. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Unterwegs. Jawohl. Und wohin? Das nördliche Goldversteck. Goldverstecke anzulegen. Jetzt wahrscheinlich die Finanzen. Okay. Kingslayer-Datei. Unbekannter Ort. Gut. Dann. La Santera regiert ihre Leute mit Hilfe einer Gruppe von Sicario-Leibwächtern. Wenn sie die ausschalten, steht sie vor El Sueño und ihren Anhängern schwach da. Ja, dann schalten wir mal die Leibwache aus, ne? Easy. Töten sie. Niemand darf überleben. Töten sie alle. Gut. Okay, wir können. Okay, wenn du das sagst. Wie machen die das? So, dann. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir da sterben und ob die Verstärkung holen oder so weiter. Aber cool, dass die ja schon markiert sind. Voll cool. Vielen Dank. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Hab noch einen Tango. Tango Nummer 3. Du musst die nicht markieren, die sind schon markiert. Liegt wohl auf der Pilgerroute. Das sind Unterkünfte für Pilger aus den Staaten Mexiko und Mittelamerika. Wartet,
Ich sehe da reichlich Kartellaktivität. Vielleicht eine Art Kaserne. In dieser Gegend unterstehen sie sicher direkt La Santerra. Da ist diese Kaserne. Die Jungs sehen aber sauer aus. La Santerras Leibgarde gehört sicher zu den Besten von Santa Blanca. Und es sind echt viele. Wem geht die Düse? Das nenne ich ein Kreuz. Erinnert mich an das Valle de los Caídos in Spanien, weißt du? Dieses Bürgerkriegsdenkmal. Respekt. Sueño hat beeindruckende Architekten und Ingenieure auf der Gehaltsliste. Was ist daran bitte beeindruckend? Die haben einen Störsender. Ja, aber das rettet die auch nicht. Okay, dann schauen wir mal. Also hier sind auf jeden Fall zwei. Hier ist eine und da. Und da. Und da. Also das wird so eine Kettenreaktion, ne? Also der könnte sehen, wie der erschossen wird. Jetzt nicht mehr. Wenn ich den erschieße, muss ich auch den... Warte. Den da erschießen? Wenn ich den erschieße, muss ich auch den erschießen. Oder der vielleicht? Ich weiß nicht, ob der... Ja, wahrscheinlich schon. Wenn ich den erschieße, muss ich auch den erschießen. Und dann hier oben die. Huiuiui. Also das schreit nach einem Multischuss-Kill. Also Gehe Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel erfasst. Roger, Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl. Jetzt kommt der natürlich pünktlich. Dass die Rebellen einfach hier aussteigen, durchfahren können, ne? Das ist blöd hier. Der da ist, der ist richtig nervig. Und jetzt geht der auch weg. Ich weiß halt nicht, ob der nach da schaut. Alter Schwede. Das könnte Difficulty werden. Ich gehe in Position. Bin schussbereit. Na dann. Hab noch einen, macht fünf. Hab einen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hey, Kartellschütze. Ich sehe niemanden. Beim Gebäude. Hä? Achso, ja. Das ist uns ja eigentlich egal. Die haben ihren Amigo gefunden, Mist. Da oben, ja. Der Leutnant entkommt. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Alles klar, geh in Position. Ziel markiert, Ziel markiert. Hab kein Ziel mehr. Ziel markiert. Die Drohne ist hin. Wir haben einen Jammer. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Ich sehe ein zweites Ziel. So, jetzt müssen wir den letzten jagen. Das war's. Alle okay? Ah, gut, dann geht er halt in ein Feuerwerk runter. Ich mach das. Ich fliege. Ich warte mal nicht auf euch, weil ihr könnt euch ja beamen. Ich bin bereit. Oh, echt? Der ist... Hä? Wir haben den doch markiert. Oh. Mhm. Okay, interessantes. Interessante Quest. Auf jeden Fall nicht unmöglich. Wir müssen halt
Ich glaube, wir müssen von der anderen Seite kommen. Weil von der Seite, wo wir gerade waren, gab es zu viele. Ja, zu viele dunkle. Tote Winkel. So. Gut, dann, den zweiten Versuch machen wir dann nächste Runde. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis dann, macht's gut, bye bye.